Ihr liebe Zuschauer, jetzt wird es bei uns ein bisschen ernster im Programm, aber es gibt so Themen, über die muss man einfach mal sprechen, aus Sicherheitsgründen, wie zum Beispiel das Thema Rauchwarnmelder. Das ist ja gesetzlich Pflicht, dass man diese Melder natürlich in der Wohnung besitzt, aber häufig kommt es dennoch zu Wohnungsbränden. Aktuelle Zeitungsberichte, man liest natürlich jeden Tag, dass wieder Familien leider Gottes schrecklich verunglückt sind. Ja, und das nicht nur, weil man irgendwo mal eine Kerze unbeaufsichtigt gelassen hat, sondern natürlich großer Faktor sind alte Elektrogeräte. Ja, und die können natürlich zu Wohnungsbrand führen und häufig dann natürlich in Situationen, wo man es nicht merkt, zum Beispiel, wenn man schläft. Denn der große Nachteil natürlich an dieser Rauchentwicklung ist, dass man in der Nacht das Ganze nicht riecht. Ja, die Sinne schalten aus, das heißt, man riecht es nicht, man bekommt das nicht mit. Wir wollen Sie jetzt natürlich ausstatten mit Rauchwarnmeldern, damit Sie auf der sicheren Seite sind und bezahlbar sind Sie auch noch. Stimmt's, Kathi? Ja, genau. Und da haben wir ein ganz, ganz neues Produkt für Sie, liebe Zuschauer. Das sind nämlich jetzt nicht nur Rauchwarnmelder, sondern das sind Rauch- und gleichzeitig Hitzewarnmelder. Also zwei Geräte hier in einem, die wir für Sie haben. Und die sind ganz, ganz clever, weil es wird einige unter Ihnen geben, die da sagen, ja, aber was ist, wenn ich zum Beispiel in der Küche mal eine Feuerentwicklung habe, wenn sich da Flammen bilden oder so etwas. Hier haben wir ein Gerät, das 2-in-1 ist, das erkennt Rauch, das erkennt aber auch Hitze sehr, sehr schnell. Und das macht es hier aus. Also jegliche Art von Feuerentwicklung, weil es gibt ja sowohl dieses sehr, sehr hohe Flammen, die hochsteigen, als auch eine Rauchentwicklung, die hier ganz, ganz schnell erkannt wird. Also auch so kleinste Schwellbrände zum Beispiel. Diese photoelektrische Raucherkennung findet hier statt und auch dieser Hitzesensor, der hier dann sofort reagiert. Also das ist wirklich genial gemacht. Das Gerät ist von Visotec, vom Markenhersteller, das wir hier für Sie haben. Wir bieten es Ihnen jetzt im Dreier-Set gerade an. Also den Preis, den Sie jetzt eingeblendet sehen, 42,66 €. Das ist für ein Dreier-Set. Und diese Funk-, Hitze- und Rauchwarnmelder sind untereinander vernetzbar. Das heißt, wenn Sie jetzt diese Geräte zu Hause haben, dann koppeln die sich untereinander direkt. Ja? Mhm. Also da wird einfach hier in der Mitte einmal drauf gedrückt und dann vernetzen die sich untereinander einmal. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache, weil wenn jetzt einer von diesen Geräten ein Feuer erkennt, einen Brand erkennt, egal ob das jetzt durch Rauchentwicklung oder durch Hitzeentwicklung ist, dann gibt der das Signal ab, und zwar sehr, sehr laut, 85 Dezibel, und warnt aber auch sofort alle anderen von diesen Geräten. Ja. Und das ist super praktisch, gerade in größeren Wohnungen, in Wohnungen, wo man sehr, sehr dicke Türen hat zum Beispiel. Stimmt. Wenn Sie Wohnungen über 2 Etagen haben, wenn Sie aber auch zum Beispiel Nebengebäude haben, die Sie mit absichern wollen. Also hier direkt zugreifen. Hier sieht man gerade das Vernetzen, das ist wirklich kinderleicht, also es geht ruckzuck das Ganze, dann haben die sich untereinander vernetzt und dann haben sie auch die Möglichkeit, wir zeigen ja jetzt gerade das Dreier-Set, bis zu 30 von diesen Geräten untereinander zu vernetzen. Also auch bei größeren Wohnungen, wenn Sie da mehrere Räume haben, wenn Sie eine Garage mit ausstatten wollen, wenn Sie einen Stall oder ein Nebengebäude, Waschkeller mit ausstatten wollen. Du hast vorhin von den elektronischen Geräten gesprochen. Und das ist so wichtig, dass man auch gerade die Räume ausstattet, wo diese elektronischen Geräte sind. Trockner ist Brandursache Nummer eins. Und da denken viele gar nicht drüber nach, weil man denkt immer, ja, ich muss mein Schlafzimmer ausstatten, ich muss meinen Flur ausstatten, weil das ist ja auch dieser Grundschutz, der bestehen soll, ne? Dieser Mindestschutz, der gibt vor, ein Schlafzimmer soll ausgestattet sein und die Fluchtwege, also der Flur soll ausgestattet sein. Aber da, wo die Brände entstehen, das ist meistens da, wo auch die elektronischen Geräte sind, vor allem halt Trockner. Dunstabzugshaube. Und wo steht der Trockner? Der steht im Waschraum, der steht im Badezimmer, der steht vielleicht in der Küche. Ja. Eine Dunstabzugshaube, wo ist die? In der Küche. Deshalb bringen Sie bitte auch in den Räumen hier diese Geräte an. Ja? Da müssen auf jeden Fall diese Hitze- und Rauchwarnmelder sein. Und vor allem auch bitte die Räume, wo Sie jetzt wieder Kerzen anzünden, weil jetzt ist wieder diese Kerzenzeit. Wir haben dann wieder die Weihnachtskränze, die angezündet werden. Ja? Da kommen die schönen Adventskränze, da kann so schnell was
was passieren mit den Adventskränzen? Das lesen wir auch immer wieder, schnell, ne? Ja. Haben Sie auch letztes Jahr dann in den Zeitungen gelesen, ruckzuck brennt dann mal ein Adventskranz. Ja, gerade dieses Gestrüpp, was da mit dabei ist, da ist vielleicht so ein bisschen Stroh da oder so Moos, was trocken ist oder dann vielleicht auch so ein paar Tannennadeln, die haben dann noch diese ätherischen Öle mit dabei. Wissen Sie, wie schnell das brennt? Das ist ganz, ganz furchtbar, ja, wenn Sie auch noch echte Kerzen am Weihnachtsbaum haben oder sowas. Gottes Willen, Sie brauchen da auf jeden Fall solche Hitze- und Rauchwarnmelder. Ja. Und zwar dann auch bitte im Wohnzimmer, ja, ausstatten. Nicht, dass da wirklich mal was passiert. Das wäre ganz, ganz furchtbar, weil ein finanzieller Schaden ist das eine. Ja. Ja, aber wenn dann wirklich auch mal Menschen zu Schaden kommen, ja, ihre Familie, die Tiere vielleicht, stellen Sie sich mal vor, das passiert auch, wenn sie nicht zu Hause sind, dann sind vielleicht die Haustiere allein zu Hause oder sie kommen wieder und Gottes Willen, da ist alles abgebrannt. Das darf man sich wirklich nicht ausmalen. Das ist ganz, ganz furchtbar. Deshalb bitte hier zugreifen. Wir haben jetzt das Dreier-Set für Sie. Es sind bis zu 30 davon untereinander vernetzbar. Es geht ganz, ganz einfach. Wir haben ja auch eine Stummschaltfunktion beim Fehlalarm mit bei. Es ist eine hohe Sicherheit, da die alle nach DIN EN 14604 geprüft sind. 20 Meter Reichweite untereinander unter den Rauchwarnmeldern. Genau. Das Dreier-Set, Sie können bis zu 30 vernetzen. Wir zeigen Ihnen gleich aber auch nochmal die einzelnen noch, also so, dass Sie so viele kaufen können, wie Sie brauchen in der Wohnung. Also das macht schon wirklich Sinn, das Dreier-Set. Mit der ZX2516 und der 569 kommen drei dieser Melder zu Ihnen nach Hause. Und das sind, wie gesagt, keine herkömmlichen. Die sind einmal per Funk vernetzbar. Ja, und die warnen Sie eben vor Hitze und Rauch. Wenn Sie jetzt aber sagen, ich habe jetzt noch einen Raum, das heißt, wenn ich jetzt, beziehungsweise ich habe vier Räume, die ich gerne ausstatten möchte, was ist jetzt aber zum Beispiel, wenn dann auch mal noch, wenn ich noch einen einzeln ausstatten will, das geht auch, indem ich zum Beispiel mit einem Hitze- und Rauchwarnmelder dann auch später nachrüste. Das geht hier für kleines Geld und die bieten wir Ihnen auch einzeln an. Ja, die haben wir auch einzeln im Programm. Auch hier wieder eine tolle Sache. Also man kann jetzt das Dreier-Set bestellen. Man kann auch zwei Dreier-Sets oder drei Dreier-Sets bestellen und dann auch noch einzelne mit dazu bestellen. Die kann man immer wieder dann einfach nachkaufen oder dazu kaufen und dann wieder mit vernetzen. Einfach dann wieder draufdrücken. Dann leuchtet hier dann in der Mitte auch dieser rote Ring auf. Und dieser rote Ring leuchtet übrigens auch, dieser rote LED-Ring leuchtet übrigens auch bei Alarm auf. Das ist vielleicht für Sie auch nochmal ganz wichtig. Also wenn wirklich mal ein Alarm entsteht, haben Sie dieses akustische Signal von 85 Dezibel, das sehr, sehr laut ist. Sie haben aber auch dieses visuelle Signal nochmal mit diesem roten Aufblinken noch mit dazu. Und das ist auch nochmal sehr hilfreich. Also man hört und man sieht diesen Alarm auch direkt. Also Stummschaltfunktion bei Fehlalarm. Sie haben eine Warnung bei niedrigem Batteriestand mit dabei. Das ist hier ein Top-Produkt von Visortec, ein Markenprodukt. Ja. Und Sie schauen bitte ganz genau jetzt zu Hause. Wie viele Räume möchten Sie ausstatten? Wo soll einer mal sein? Schauen Sie auch vielleicht Kellerräume. Schauen Sie vielleicht auch, ob Sie vielleicht mit den Nachbarn da zusammenarbeiten wollen, ob die schon solche haben, ob Sie sagen, kommt, wir machen das zusammen. Und wenn in einer Wohnung wirklich mal was ist, dass auch die Nachbarn gleich mit alarmiert werden, weil die ja dann untereinander vernetzt sind, dass man sich da auch gegenseitig retten und helfen kann. Mhm. Ne? Gerade wenn man da zusammenhält, man gewinnt da ganz, ganz wichtige Sekunden und Minuten. Ja? Das ist in einem Brandfall wirklich ganz wichtig, dass man diese Minuten, Sekunden gewinnt, um dann aus der Wohnung rauszukommen, um noch die Feuerwehr zu verständigen zum Beispiel. Das geht da um Sekunden. Also das kann so schnell gehen bei einem Brand. Deshalb bitte zugreifen, schauen Sie, wie viele Sie brauchen, welche Räume Sie ausstatten wollen und dann hier das Dreier-Set so oft bestellen, wie Sie möchten, beziehungsweise noch die einzelnen dazu. Und wie man die anbringt, ja, das zeigen wir Ihnen gleich auch noch. Da haben wir eine tolle Möglichkeit der Anbringung. Da müssen Sie nicht mal bohren oder schrauben und haben das auch innerhalb von Minuten dann direkt angebracht. Also das geht auch ganz, ganz fix. Das zeigen wir Ihnen gleich noch, wie das funktioniert. Habe ich selber schon gemacht. Ich habe selber schon Rauchwarnmelder angebracht. Innerhalb von Sekunden hat man das dann erledigt. Tja, und innerhalb von Sekunden können Sie jetzt bestellen, denn das ist wichtig. Mit der ZX2510 und der 569 bekommen Sie einen einzelnen funkvernetzbaren Hitze- und Rauch
Rauchwarnmelder zu Ihnen nach Hause. Und da gibt es ja qualitativ auch wirklich große Unterschiede. Es gibt viele Melder, die warnen dann entweder nur vor Hitze oder nur vor Rauch oder die kann man dann eben nicht vernetzen. Deswegen greifen Sie lieber hier zu unseren. Ja? Also die haben so viele Vorteile und vor allen Dingen sind sie auch bezahlbar. Entweder das Dreier-Set oder hier einzeln oder vielleicht wirklich das Dreier-Set plus einen einzelnen Rauch- und Hitzewarnmelder, weil sie sagen, ja, ich möchte jetzt 4 Räume damit ausstatten. Ich meine, bei dem Preis sollte man zuschlagen. Und egal, ob sie da jetzt 1 oder 2 oder 3 Euro mehr bezahlen, das ist doch egal. Es ist ihre Gesundheit. Es ist nicht nur Gesundheit, es ist ihr Leben. Ja. Ja? Deswegen finde ich, da sollte man da jetzt nicht zu sehr auf den Preis auch schauen, wobei der Preis ja wirklich schon ein Knaller ist, unser TV-Sonderpreis. Hier appellieren wir natürlich nochmal an Ihre Vernunft. Statten Sie alle Räume aus. Vergessen Sie auch bitte nicht die Räume, in denen Sie sich nicht jeden Tag befinden, wie zum Beispiel auch mal ein Waschkeller oder auch mal ein Ferienhäuschen oder eine kleine Gartenlaube, Fahrradkeller, Schuppen, alles, was man so hat, da bitte auch jetzt unbedingt zugreifen. Hier nochmal die Bestellnummer für unseren einzelnen vernetzbaren Funk-, Hitze- und Rauchwarnmelder, die ZX2510 und die 569. Und jetzt hat Kathi noch das Thema Anbringung angesprochen. Und ich weiß, da gräuselt es ja vielen die Zehennägel hoch, weil sie Angst haben, oh Gott, jetzt muss ich bohren, jetzt muss ich da noch schrauben. Und wenn ich dann wieder ausziehe, dann muss ich die Löcher auch noch stopfen, weil der Vermieter das ja gar nicht gerne sieht. Mm-mm. Vergessen Sie all das. Kathi hat die Lösung. Ja, und das hier ist die Lösung. So schaut das Ganze aus. Das sind 2 Platten, die sind, Sie sehen es hier, magnetisch gemacht und haben auf der Seite hier diesen tollen Kleber. Das ist so ein Acrylat-Schaumstoff mit dabei, mit so einem Powerkleber, so ein Super-Powerkleber. Und da zieht man einfach hier einmal diese Schutzschicht ab und dann nimmt man dieses eine und das macht man dann direkt an seinen Rauchwarnmelder hier unten. Einfach dran an die Unterseite, also schön mittig da draufsetzen, zack, einfach draufkleben, bam. Schon ist das Ganze fertig. Und das andere, das Gegenstück jetzt, Sie sehen, das ist ja magnetisch, ne? Das nimmt man dann und das macht man oben gegen seine Decke. Also da, wo man es anbringen möchte, einfach gegensetzen. Und es ist egal, was Sie für eine Decke jetzt haben. Egal, ob Sie, sagen wir mal, eine Holzdecke haben, ob Sie Tapete haben. Wir bei uns zum Beispiel zu Hause, ich habe die ja bei uns zu Hause auch schon benutzt, diese Magnetbefestigung. Wir hatten Raufasertapete. Sagt Ihnen was, Raufasertapete? Da hat das fantastisch funktioniert. Also ich habe mir erst Gedanken gemacht, habe gedacht, na, Raufasertapete, ob das da hält? Perfekt. Also überhaupt kein Problem, also Raufasertapete. Wir haben schon angebracht, auch an Holz. Wir haben schon an so Paneel angebracht. Es hat überall perfekt gehalten. Da klebt man das, und ich zeige es Ihnen jetzt mal an meiner Hand, um Ihnen das mal zu zeigen. Da klebt man das dann einfach gegen, drückt es fest, so, zack. Und schon hält das und dann nimmt man seinen hier Rauch- und Hitzewarnmelder und drückt das da einfach gegen. So, und das war's. Und das hält bombenfest, ne? Also du siehst es, ist super Sache. Und wenn man den jetzt auch mal runternehmen möchte, um zu gucken, ist noch mit der Batterie alles in Ordnung oder einfach um mal zu testen oder so, kann man den einfach jetzt von der Decke so runternehmen. Das ist das Tolle, ne? Also ist sehr clever gemacht. Weil das hier ja an der Decke haften bleibt und hier hat man ja das Gegenstück. Also kann man den auch jederzeit mal runternehmen, um zu checken, ist noch alles okay mit meinem Gerät. Und wenn man dann wieder dran setzen möchte, zack, setzt man einfach wieder dran und schon ist er wieder dran. Also es ist super gemacht, das Ganze. Das ist klasse, und man hat innerhalb von kürzester Zeit all seine Rauch- und Hitzewarnmelder angebracht. Ohne, dass man bohren muss, Wahnsinn, ohne, dass man schrauben muss. Also ist super clever das Ganze. Greifen Sie da bitte zu und dann haben Sie das alles innerhalb von kürzester Zeit angebracht. Kann ich jedem nur empfehlen. Und Sie können hier dieses hier dann auch rückstandslos wieder ablösen, wenn Sie es irgendwann mal wieder abmachen wollen, ohne dass Sie Löcher in Ihrer Decke haben. Mhm. Kommt übrigens auch gerade die erste Kundenmeinung rein. TB schreibt uns dazu, Note 1, besser geht es nicht. Und besser geht es auch wirklich nicht. Und gerade jetzt, du hast es an deiner Hand angebracht. Eine Hand, die cremt man sich mal an. Ich habe das hält normalerweise nicht. Normalerweise würde man das vorher entfetten. Ja? Also Sie sehen hier, wie bombensicher das hält. Für kleines Geld, 6,56 Euro, bestellen Sie sich bitte noch das Magnetbefestigungssystem zu Ihnen nach Hause mit der NX5342 und der 5.
569. Vergessen Sie auch bitte nicht hier unsere vernetzbaren Funk-, Hitze- und Rauchwarnmelder, weil die sind wirklich klasse. Für kleines Geld zum absoluten TV-Sonderpreis kommen die zu Ihnen nach Hause.